Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Underground. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben eine ganze Menge neue Teile bekommen. Level 2 Spoiler, Level 2 Seitenschützen, Level 2 Frontschützen, neue Motorhauben. Gut, die brauchten wir nicht unbedingt. Und unser Nissan hat jetzt auch schon die verschiedensten Tunings durchgemacht, zumindest was Farben und Neon. Und zwar geht jetzt dieser wieder ganz anders aus. Grün mit Orange, aber auch nicht schlecht. Und ich würde sagen, wir fahren auch noch ein bisschen mit dem. Bisher gefällt er mir nämlich ziemlich gut. Der ist super im Drift, der ist super im Sprint, also... Wir behalten noch ein bisschen den 240 SX. Was sagt unsere Rennkarte? Die sagt, wir haben ein kleines Drag-Rennen vor uns. Dann machen wir das doch mal. Klatsch ihn weg. Schmier so ein schöner Wortwitz hier. Hey Glückspilz, Eddie und seine Truppe stehen an der Spitze. Wenn du noch nicht mal gegen mich bestehst, hast du null Chance gegen die. Ja, Eddie war nämlich vorher nicht auf Platz 1, aber da hat sich jetzt langsam hochgearbeitet und ist jetzt sozusagen der King of Need for Speed. Vorsicht vor Klatsch. Er hat ein paar Verbesserungen vorgenommen seit dem letzten Rennen. Okay, wir versuchen unser Bestes. Wir hatten das letzte Drag-Rennen, was wir gemacht haben, war schon richtig anspruchsvoll. Da hatten wir wirklich einen Acura dabei, der war super. Super stark. Ah, jetzt haben wir hier wieder diesen schönen rot-schwarzen 240 SX. Der gefällt mir richtig gut. Der hat auch unseren Spoiler. So, perfekt geschaltet. Na, ein bisschen spät geschaltet. Schade, 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 schade. Wow, da sagt der Verkehr hallo. Also eigentlich habe ich gut geschaltet. Wenn wir das jetzt nicht noch vergeigen, es kann halt immer noch Verkehr kommen, links und rechts. Aber theoretisch sollte man das gewinnen können, wenn kein Verkehr kommt. Ja, okay. Und kommt der Zug? Ja, aber das gewinnen wir. Erster Versuch. Also, ich weiß nicht, was Klatsch da genau verbessert hat. Aber geholfen hat es nicht. Oh, ja. Die hatten alle drei einen Totalschaden. Na gut, dann hätte ich auch noch stehen bleiben können. Da sind die wahrscheinlich alle drei gegen den Zug gehämmert. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ist mir egal wie. Hauptsache, wir haben gewonnen. So, 500 aufs Konto. Oh! Ah, shit, Mann, wir kriegen den Acura. Das wird jetzt schwierig für mich, den nicht auszuwählen. Ich habe den nämlich damals als Kind geliebt in Need for Speed. Aber ich muss sagen, jetzt heutzutage, ich bin ja schon ein paar Jahre älter, jetzt bin ich 23. Damals war ich so, ich weiß nicht, 12 oder was? Ich weiß nicht, wie alt ich war, als ich Underground gespielt habe. Oh, Mann, 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 damals habe ich ihn geliebt, den Acura. Ich habe ihn immer genommen, als ich ihn freigeschaltet hatte. Bringt uns auch 2 Höchstgeschwindigkeit. Ich finde ihn halt heute gar nicht mehr so geil. Ich habe ihn damals geliebt, vor allem weil auch, glaube Kurt oder Chad oder irgendwer von denen fährt auch einen weißen Acura. Und der war auch immer so stark und der ist auch im Spiel ziemlich gut, der Wagen. Aber ich finde ihn jetzt heute gar nicht mehr so geil wie damals. Ich glaube, wir bleiben echt noch ein bisschen bei dem Nissan. Ich meine, ihr könnt natürlich auch gerne mal schreiben. Nissan noch ein bisschen fahren oder wobei, wenn der Part hier online ist, bin ich wahrscheinlich schon wieder 10 Parts weiter. Also es bringt nichts, wenn ihr es schreibt. Also ich glaube, wir bleiben trotzdem beim Nissan. Ich habe mich einfach die letzten Parts in den verguckt und möchte noch ein bisschen mit dem fahren. So, was haben wir denn? Zeitfahren haben wir, das ist gut. Mach ich gerne. Wie wär's mit einem weiteren Sieg? Gut, dann gibt es auch ein cooles Teil. Ja, coole Teile haben wir gerne. Versuche in 2 Minuten am City Plaza zu sein. Dank Samantha kannst du ein Upgrade einsacken. Dann versuchen wir das in 2 Minuten. Na gut. Zeitfahren auf schwer zu machen ist super sinnlos, aber wir lieben die Herausforderung. Ich mag diesen Nissan einfach, Mann. Der sieht einfach cool aus. Weiß nicht, warum ich den damals nie gefahren bin als Kind. Damals hat er mir einfach nicht zugesagt. Das war nicht so mein Geschmack als Kind. Und der Acura war voll mein Ding. So, wir wollen in 2 Minuten das Rennen hier abschließen. Mal gucken, was sich machen lässt. Ich warte immer noch auf das Turnier mit Nitro Stufe 2. Es ist immer noch nicht da. Es kann sich ja nur noch um wenige Rennen handeln eigentlich, oder? Also ich glaube, lange kann es nicht mehr dauern. Wir müssten eigentlich bald das Turnier mal kriegen. Weil die anderen Stufe 2er Teile haben wir jetzt schon vor einiger Zeit bekommen. Und normalerweise kommt dann bald auch das nächste Turnier. Wahrscheinlich nach dem hier. Ich vermute mal das hier noch und dann kommt das nächste Turnier. Wäre jetzt meine Einschätzung. So, ich fahre gerade ganz okay. Die Kurven bisher echt ordentlich genommen. Also früher bin ich da immer mehr in die Wand reingehämmert. Inzwischen bremse ich ganz ordentlich. Aber ob es reicht, um das in 2 Minuten abzuschließen, das sehen wir erst am Ende. Oh, schon wieder die Kurve so schön knapp genommen da. Es macht ja auch mal Spaß, sauber zu fahren und nicht jede Wand mitzunehmen. Aber dafür muss man eben auch mal auf die Bremse gehen.
Also dieses grün-orangene Design mit dem goldenen Neon jetzt finde ich auch gar nicht schlecht. Das hat auf jeden Fall auch was. Wir hatten ihn ja jetzt schon in Blau, den... Oh, wir hatten ihn ja jetzt schon in Blau, den Nissan. Wir hatten ihn schon in Braun mit diesen Hieroglyphen. Und jetzt haben wir den in Grün mit Orange. Und alles hat so seinen eigenen Charme. Vor allem habe ich am Anfang sehr zahm getuned. Warte mal, wie lange haben wir noch? 10 Sekunden. Am Anfang habe ich sehr zahm getuned. Weiße Autos, schwarze Autos. Aber wir haben ja damals nicht zahm getuned. Wir haben die ja grün und gelb und rot getuned. Insofern ist das, war das mal Zeit, mal so richtig schön Farbe ins Spiel zu bringen. So, wir haben es geschafft. 1,56. 4 Sekunden hatten wir noch. Knappe Sache. Und wir kriegen ein extra Teil von Samantha. Was meinst du? Schalte einen dieser bösen Jungs aus und du hast einen Namen. Na super, jetzt habe ich hier Maschendrahtzaun und kann es nicht sehen. Och, ihr wollt mich doch verarschen. Wobei, ich sehe es ja oben. Doch, ich sehe es ja oben. Das ist zwar ärgerlich, aber gut, geht jetzt nicht anders. Wir nehmen diese hier. Enkai Arashi, die habe ich, glaube ich, damals geliebt. So, wir haben also die neuen Felgen drauf. Also das sind die. Bei Enkai hier... Arashi heißen die. Die habe ich auch nur genommen, weil ich die früher immer genommen habe. Ich fand die super geil. Die haben so einen schönen, so einen Beyblade-Look. Ist nicht jedermanns Sache, glaube ich, aber ich finde die irgendwie ganz geil. Ich mag die. Und die bringen uns auf 4 Sterne und 3 Balken. So, und jetzt machen wir hier das Turnier. Ich habe schon gesehen, es gibt ein neues Turnier. Auf den Punkt. Endlich gibt es neue Leistungsteile, hoffe ich zumindest. Ich glaube, wir kriegen jetzt Nitro Stufe 2, ich freue mich drauf. Ein paar Rennen in Serie, ein paar Autos und viel Cash. Okay, Cash ist mir egal, aber Nitro Stufe 2, da warte ich schon länger drauf. Und ich glaube, jetzt ist es endlich soweit. Mal sehen. Ich warte vor allem auch auf neue Lampen, aber die kriegen wir immer noch nicht. Schade. Wie klein der Nissan aussieht im Vergleich zu dem Honda links, oder? Flacher, weniger breit. Oder hier auch der Supra rechts. Da sieht unser Nissan irgendwie ziemlich klein aus neben. Also, es ist ein Turnier, das heißt 3 Rennen wahrscheinlich oder 3-4 Rennen. Und momentan das erste Rennen 2 Runden. Also ich bin wirklich sehr begeistert von diesem Auto. Den fahren wir ja jetzt schon wieder einige Parts. Und davor das Hyundai Coupé zum Beispiel, das sieht geil aus, aber das hat halt ein viel schlechteres Lenkverhalten als der hier. Und der hier driftet besser, der hat ein besseres Lenkverhalten, der ist super schnell, der sieht geil aus. Ich bin richtig schockiert von meinem, von Walle als Kind, von meinem früheren Ich, bin ich richtig schockiert, dass ich den damals überhaupt nicht mochte als Kind. Keine Ahnung warum. Keinen Geschmack gehabt als kleiner Junge, ha? Naja, okay. Dafür fahre ich ihn heute gerne. Und ich finde es auch ganz cool, dadurch fahren wir nämlich andere Autos als in Let's Play 2013. Also als ich das schon mal Let's Played habe, Need for Speed Underground, da habe ich andere Autos benutzt. Insofern haben wir sogar da noch ein bisschen Abwechslung und ich lerne mal neue Autos kennen. Natürlich bin ich dann auch noch ein bisschen geprägt, dadurch, dass LPN jetzt auch einen Nissan hat. Und der gefällt mir auch ganz gut, den er da hat. Also, nö, dann müssen wir den doch auch direkt mal fahren hier. Oh, das war eng da, aber es sieht so aus, als könnten wir das erste Rennen schon mal schön hier gewinnen. Einer ist relativ nah, aber der Rest ist schön weit hinten, so gehört sich das. So, wunderbar, erstes Rennen locker flockig hier gewonnen. Das lief doch richtig super. 8 Sekunden, der Neon und die Supra. Sag mal eigentlich die Supra, die Toyota, der Toyota Supra. Der Supra. So, wir kriegen 8 Punkte, ab geht's ins nächste Rennen. Wobei der Toyota auch ziemlich geil aussieht, muss man ganz ehrlich sagen. Der Honda sieht auch nicht schlecht aus, aber ich mag meinen Wagen, glaube ich, am liebsten und den Toyota rechts. So, wieder 2 Runden, andere Strecke. So, es sind wieder 2 Runden. Ich weiß nicht, ob ich gerade irgendwie einen schiefen Blick habe oder ob wir da irgendwie eine ganz, ganz leichte Textur irgendwie wieder im Bild haben. Sieht aus wie eine Wand oder so, aber nur ganz, ganz leicht so ein Schatten im Hintergrund. Also es stört jetzt nicht unbedingt, aber es sieht irgendwie komisch aus. Naja, das Problem ist, normalerweise kann ich aus den Rennen rausgehen und wieder reingehen, aber hier im Turnier geht das nicht. Sonst müssen wir das erste Rennen auch nochmal neu fahren. Das will ich ja nicht. Insofern, weil es beim Fahren nicht stört, fahren wir das jetzt auch hier zu Ende. Im dritten Rennen geht es dann hoffentlich wieder. Mal gucken. Ich glaube, ich bin da über ein Auto drüber gehüpft. Auch nicht schlecht. Naja, gut. So, Lieferwagen. Da müssen wir irgendwie dran vorbeikommen. Das geht nicht so richtig sauber, leider.
Aber wir sind trotzdem schön in Führung hier. Ja, also ich denke auch, das zweite Rennen sollten wir eigentlich gewinnen können. Ich meine, ich freue mich einfach auf Nitro Stufe 2, weil das Stufe 1 an Nitro ist so lahm und so wenig einfach. Du drückst einmal drauf, hast einen kleinen Schub und dann ist es auch schon wieder vorbei. Bevor du dich überhaupt dran erfreuen kannst, ist es schon leer. Insofern ist das dringend nötig, mal Stufe 2 an Nitro zu kriegen. Und dann ist das nächste Turnier, was kommt, mit Leistungszahlen ja sogar schon Stufe 3er Teile. Also wir kommen echt gut voran im Spiel auch, finde ich, oder? Ranglistenmäßig, teilemäßig. Naja gut, mein Let's Play, mein erstes hat auch, glaube ich, nur 30 Parts gedauert oder 31 oder so. Wahrscheinlich wird das hier auch auf eine ähnliche Partanzahl zulaufen. Schätze ich mal. So, das war doch wunderbar. Wir kriegen die Mystical-Wagen. So, wir fahren das nächste Rennen. Und das dürfte dann auch das letzte sein, da gibt es neue Tuning-Teile. Und jetzt ist auch wieder alles in Ordnung hier. So, mal gucken. Oh, kommt schon, Jungs. Nicht so drängeln hier. Mal gucken, ob wir auch das dritte Rennen noch gewinnen können. Jungs, wie fahrt ihr denn hier schon wieder? Das kann ja nicht angehen hier. Ich bin wirklich begeistert von dem Auto, Mann. Das macht sich so wunderbar in den Rennen. Hätte ich das als Kind mal gewusst, ne? Oh Gott! Ja, die Stelle, das ist das Gefährliche an dieser Abkürzung. Wenn du irgendwann zu schnell bist, dann passiert das. Du hüpfst dann da so hoch und verlierst einfach nur super viel Zeit. Ärgerlich, ärgerlich. Mal gucken, ob wir den noch einholen können. Ich meine, es wäre nicht tragisch, weil wir das Turnier wahrscheinlich so oder so gewinnen. Aber ich würde den natürlich trotzdem gerne noch einholen. Ach, guck mal, da ist auch einer. Ist er das? Ach ja, der hat einen Fehler gemacht. Kleinen Unfall gehabt. Ja gut, so schnell kann man den ersten Platz dann wieder kriegen. So, jetzt hier rum. Dann kommen die Einkaufswagen. Herrlich macht er das. Herrlich. So, wir fahren diesmal links lang. Weil mir da dieser Hüpfer zu gefährlich ist. Da riskiere ich dann lieber nichts und fahre dann hier safe. Ja, ich denke, also wenn da jetzt nicht noch irgendwelche großen Fehler passieren, haben wir auch das dritte Rennen gewonnen. Bisher alle Rennen noch schwer gemacht, ja, auch die Zeitfahren und alle gewonnen. Manche haben ein paar Versuche gebraucht, aber insgesamt sind wir bisher gar nicht so schlecht unterwegs. Jetzt nicht noch verkacken am Ende hier. Schwer übermütig, der Walle. Hochmut kommt vor dem Fall, ich sag's euch. Aber es hat ja für einen Sieg gereicht. So, ich denke, damit ist das Turnier gelaufen, oder? Und wir kriegen Level 2 Leichtbau, Level 2 Aufhängung und Level 2 Nitro. Endlich. Ja, ich habe drauf gewartet und jetzt ist es endlich soweit. Mal schauen, wo ist es denn? Hier, Level 2 Leichtbau, Profileistung, Rück- und Seitenscheiben durch leichtgewichtiges Polycarbonat und Vordersitze durch leichte Rennsitze ersetzen. Ja, wunderbar. Dann die Aufhängung, wir gehen noch ein Stückchen tiefer und zwar ein ganz ordentliches Stückchen, das bringt uns mehr Handling. Sportfedersatz und Absorber, ach nee, hier. Front- und Heck-Domstrebe, Front- und Heck-Stabilisatoren, Lager-Upgraden, wunderbar. Und dann natürlich... Profi, Nasseinspritzung hier. Wunderschön, Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit. So, was sagt denn die Rennkarte? Haben wir noch Zeit für was? Rund-K.O. und Drift? Ja, für einen Drift ist auf jeden Fall noch Zeit. Das ist dann Rennen Nummer 50 von 111. Haben wir bald die Hälfte hinter uns. Also Drift schaffen wir noch, oder? Hier geht es nicht nur um den besten Style, sondern auch um das beste Handling. Also eigentlich kann der Nissan das ja. Wir haben es schon öfters gesehen jetzt in einigen Drifts. Dass er richtig gut quergehen kann. Aber es ist immer auch ein bisschen bei jedem Rennen nochmal abhängig von dem einzelnen Rennen, ob man da was Gutes hinkriegt oder nicht. Dann verkackt man mal ein paar lange Drifts oder man kriegt mal ein paar lange gut hin. Und das entscheidet dann eben, ob es reicht oder nicht am Ende. Aber das sieht doch schon gut aus, der Anfang hier. Das fängt auf jeden Fall schon ordentlich an. Ja, das war jetzt nicht nötig. Ach so, deswegen auch gutes Handling nötig. Ich höre schon. Ich sehe schon.
weil die doch relativ kurvig ist, die Strecke. Ist dann gar nicht so leicht, den Wagen zu kontrollieren. Ja, herrlich. Wunderbar. Ah, aua, aua, aua. Deswegen gutes Handling. Sehr anspruchsvoll mit den vielen engen Kurven hier. Jedes Mal haue ich dagegen die Wand. So, wenn wir jetzt hier noch ein paar schöne Drifts hinlegen würden, dann sollten wir es eigentlich gewinnen können. Momentan auf jeden Fall auf Platz 1, aber das heißt ja nichts. Da ist noch nichts gewonnen hier. Einmal den Rückwärtsgang einlegen und wieder geradeaus fahren. So, nochmal konzentrieren hier, deswegen bin ich gerade auch mal ein bisschen leise. Nochmal einen schönen langen Drift mitnehmen. Ja, das sollte aber reichen dann, oder? Wenn wir den jetzt noch mitnehmen und nicht in die Wand setzen, dann reicht das, glaube ich. Ha, ich bin mir nicht sicher. Keiner kann Eddie aufhalten, er bestimmt die Szene. Unfassbar. Eddie bestimmt die Szene, aber nicht mehr lange, denn wir kommen, wir kommen, wir kommen. 113.000 reichen für den ersten Platz. Das ist wunderbar. Wir kriegen... wir kriegen das Cover von Super Street. 500 und wir sind Siebter im Drift. Es geht weiter voran, meine Freunde. Für die Installation aller Level 2 Leistungsupgrades. Toll, Mann. Du hast deinen Wagen auf Super Street gebracht. Extreme Performance Kits. We test the latest Roadkiller auf Super Street. Ja, mal eben schauen. Eddie ist jetzt momentan hier. Okay, Rundkurs Platz 2, Sprint Platz 2, Jack Platz 3 und Drift Platz 4. Also der arbeitet sich momentan an die Spitze und überholt sie alle und will sich das Zepter holen und wir wollen es dann später wieder von ihm zurückholen. Mal sehen, ob sich das machen lässt. So, als nächstes haben wir noch Rundkau und Jack und Rundkurs. Na gut, also zumindest Jack können wir eigentlich noch fahren. So viel Zeit ist noch. Lass diese Allradtypen alt aussehen, nimm sie dir vor in einem Rennen auf der Geraden in Downtown. Okay, das machen wir noch und dann machen wir Schluss für heute. Für einen kleinen Jack ist immer Zeit. Na gut, es kommt immer darauf an, wie schnell man den gewinnt. Oh, diese Mitsubishis machen mich so feucht im Höschen, meine Güte. Junge, hör auf dazu. Ah, wir haben ja jetzt Nitro-Stufe 2, stimmt. Jetzt geht's ja richtig ab. Das hält nämlich jetzt schon viel länger. Ich glaube, das Problem ist nur, dass ich trotzdem keinen sechsten Gang habe und deswegen gleich meinen Motor übertouren wird. Aber wir werden sehen. Mal gucken. Du überholst mich nicht! Du überholst mich nicht! Der Subaru hat eindeutig mehr Höchstgeschwindigkeit als wir, aber es reicht, um zu gewinnen. 0,02 war der hinter uns. Holy shit, und beim Eclipse ist der Motor explodiert. Na gut. So, in der nächsten Turbo und Hightech Performance steht was über deinen Wagen. Noch eine Zeitschrift. Und wir kriegen Level 3 Decals. Gute Arbeit. Du auf dem Cover von Turbo and Hightech Performance. Okay, nice. Speed Freak, Turbo und Hightech Performance. Interview mit Eddie von Eastsiders. Was ist denn genau Stufe 3? Wahrscheinlich, dass wir jetzt auch hier... Ah, Motorhaube ist Stufe 3. Aber ich will ja meine Motorhaube nicht entfernen. Seitenschweller können wir theoretisch auch schon machen. Aber ich finde die gar nicht so schön, deswegen lassen wir die lieber weg. Stufe 2 Nitro, neue Felgen und was nicht alles. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Wir sehen uns morgen wieder mit einem Rund-K.O. und einem Rundkurs, also wieder zwei längere Rennen. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann, alles Gute. Ich bin erstmal raus der Walle. Bye, bye.